Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Erinnert ihr euch noch ein bisschen an unsere Feuerwehrwache? Heute gibt's die Tour. Hat ja ein bisschen gedauert hier, bis das Video kommt, aber ich hatte wieder ein bisschen zu tun, aber jetzt ist es ja fertig. Ich habe die Feuerwehrwache nach einer bestimmten Folge eingerichtet, die blende ich dir mal ein. Kannst du dir gerne angucken, um ihn nochmal zu überprüfen, aber ich blende dir auch sowieso immer so ein paar Bilder dazu ein. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Was habe ich draußen erstmal gemacht? Nicht viel. Ich habe mir noch ein paar Bäumchen hingebaut und keine weiteren Fenster eingesetzt. Ich habe zwar gesagt, mach mir hinten noch Fenster hin, aber als ich eingerichtet habe und dann fertig war, ist mir aufgefallen, du hast ja gar nicht gedacht, hinten noch Fenster einzumachen. Aber jetzt, wo ich eingerichtet habe, waren sie auch irgendwie unnötig, da jetzt solche noch hinzubauen. Hätte man noch machen können, vielleicht ein, zwei. Ich denke mal, so in diesem Bereich hätte man vielleicht jetzt noch reinquetschen können, aber dann wäre es innen drin ein bisschen, ja, eng geworden. Na gut, aber ich habe noch ein bisschen das Gebäude verfeinert, hier so ein bisschen, ne, das Mauerwerk zum Vorschein gebracht. Aber das muss man ja nicht machen, wenn man nicht so drauf steht. Nee, man kann es ja auch eigentlich alles ganz sauber verputzt lassen, ohne dass hier irgendwas abbröckelt. Aber ich fand das irgendwie cool. Original bei den Simpsons war es auch so ein bisschen. Naja, so, dann wollen wir mal reingehen in unsere Feuerwehr. Ich habe die Tore zugelassen. Man hätte die auch aufmachen können, ne? Aber ist so eine Spielerei. Ist ja gerade kein Einsatz, von daher ist ja alles zu. So, gehen wir einfach mal hier rein. Blup. Dieser Vorderbereich habe ich mir ausgedacht. Gibt es nichts so von den Simpsons abzugucken, wie man das hier einrichten kann. Ich dachte mir einfach, ja, hier sitzt einer für die Bereitschaft, ne? Wenn das ist, kann er hier rein, kann irgendeiner reinkommen. Ne, ansonsten spielst du hier ein bisschen Minecraft am Rechner. Oder falls mal Besuch kommt, dann gibt es hier eine schöne Ecke, kann man sich auch hinsetzen. Jo, aber ansonsten ist dieser Raum fertig. So ein kleiner, ja, Bereitschaftsraum, ne? Falls mal nichts los ist und trotzdem mal einer hier sein sollte. Jo, von dem Bereitschaftsraum gehen wir mal weiter. Und zwar kommen wir ja denn hier in die Halle rein, wo unsere Feuerwehrautos stehen. Und falls du dich fragst, hey, die sehen cool aus, die Feuerwehrautos, wie kann man die bauen? Ist in der Videobeschreibung verlinkt so ein kleines Video. Da habe ich so einen Wagen erklärt. Geht relativ fix. Der ist nicht so schwer zu bauen. Ja, ansonsten sind wir schon hier gleich in so einem Bereich, was mit einer Folge zu tun hat. Da ist Homer ja mal reingekracht in die Feuerwehrwache. Und da ist er, sag ich mal, aus seinem Auto rausgeschleudert worden und hat dann hier den Chili-Topf mit seinem Auto noch vorher umgekippt. Der ist dann hier so ein bisschen verlaufen. Ne, hier so ein bisschen so rutschi-rutschi. Ne, kann man leicht ausrutschen. Und da ist Homer aus seinem Auto halt geschleudert worden an die Feuerwehrklingel und klebte dann hier mit seiner Nase dran. Ja, und dann hat er es zum Leuten gebracht. Daraufhin sind die ganzen Feuerwehrleute runtergekommen, sind dann hier ausgerutscht und in den Dalmatiner-Zwinger reingeflogen. Natürlich, die Dalmatiners werden hier nicht gefüttert, die sind so verhungert, die greifen sofort ihre Härchen an, wenn die mal ein bisschen mit Chili gekleckert sind. In Minecraft haben wir natürlich ein paar Huskies oder ein paar Wölfe, wie man sehen möchte. Naja, war ein ganz schönes Ding. Aber egal. So, wir haben wieder Plätze frei hier bei der Feuerwehr. Nee, wir sind ja alle im Krankenhaus gelandet. Also, ihr könnt euch ja noch bewerben. Jo, was haben wir hier noch? Hier so ein bisschen Stellraum. Ne, kann man ja ein bisschen machen. Regale oder sowas. Aber da wollte ich jetzt nicht zu viel in der Halle hinknallen, weil ich habe mir gedacht, hier so an der einen Seite mache ich so ein kleines Lager hin von unserer Feuerwehr. Hier kann man ja alles aufbewahren. Also Krimskrams-Sachen oder man stellt sich in Regale vielleicht Ambosse rein. Finde ich super als, na hier, für den Feuerwehrschlauch. Ne, dass man den da irgendwie aufwickeln kann oder sowas. Könnten ja solche Rollen sein, wo Feuerwehrschläuche eingewickelt sind, dann ist hier das Lager dafür. Naja, wer nicht so unbedingt auf Lagerräume steht, der kann sich natürlich auch was anderes reinbasteln. Ist ja vieles offen. Vielleicht macht man sich auch so einen kleinen Hobbyraum für die freiwillige Jugendfeuerwehr rein. Bei den Simpsons haben wir es leider nicht. Von daher habe ich einfach mal drauf verzichtet und dachte mir, ein Lagerraum, der reicht mir schon. Jo, ansonsten sind wir unten fertig. Die Feuerwehrrutsche benutzen wir noch nicht. Da würde ich sagen, nehmen wir erstmal noch die Treppe und gehen hier ganz gemütlich hoch und gucken mal, was hier oben auf uns lauert. Ein Regal schon mal und blub, was haben wir hier so ein bisschen? Ich habe mich jetzt versucht, so ein bisschen an die Folge halt zu richten von der von den Simpsons. Ja, was sehen wir hier? Hier oben habe ich nur erfahren, dass halt die Feuerwehrleute hier ihre Quartiere haben. Die schlafen alle in einem offenen Raum, Bett an Bett an Bett, wie beim Militär. Haben ihre Kisten vorne, ne? Und gegenüber von ihnen sind die Umkleidekabinen. Da hingen dann ihre Feuerwehrkleidung drin.
Habe ich jetzt hier mit Treppen und sowas gebaut. Da kann man natürlich leider nichts reinhängen. Ne? Einfach nur so optisch gemacht. Eher mehr habe ich denn sowas hier noch gebaut. Ne? So Regale, wo man sich dann seine Feuerwehrrüstung halt nehmen kann. Und da kann ich euch nur empfehlen, vielleicht nehmt ihr Schildkrötenhelme. Ich finde die echt 40 und passen vielleicht auch für die Feuerwehr. Oder man nimmt dann einfach so ganz normal rote Feuerwehrhelme, wie man will. Ja, ansonsten hier ist die Feuerwehrrutsche. Aber bevor wir die benutzen... Aha. Oh, hier hat eine Tür offen stehen lassen. So, gehen wir einfach mal rein. Und zwar, was habe ich mir hier gedacht? Auch wieder ausgedacht. Sims, da haben wir ja nichts vorgegeben. Und zwar habe ich mir gedacht, hier ist hier so ein kleiner Pausenraum für die Feuerwehr, wenn mal kein Einsatz ist oder so, ne? Für die Festangestellten, dann können sie sich hier halt hinsetzen. Ein Fernseher ist jetzt nicht drin, aber man könnte vielleicht noch einen Fernseher reinbauen, ne? So eine kleine Flimmerkiste. Naja, ansonsten halt eine Küche drin, ne? Alles drin, was man eigentlich braucht in der Küche, Kaffeemaschine, ne? Da nehme ich immer gerne einen Braustand dafür, passt immer super. Ja, ansonsten, ne? Pausenraum. Ich weiß gar nicht, gibt es nicht so viel zu sagen. Blup. Jo, dann sind wir auch hier wieder oben durch und jetzt können wir hier das Heiligtum der Feuerwehr benutzen und zwar die Feuerwehrrutsche. Yay! Und dann sind wir wieder unten. Jo, dann ist unsere Feuerwehrwache von Springfield hiermit auch abgeschlossen. Sie ist fertig. Und da ist dann wie immer die Frage, was bauen wir denn als nächstes? Du kannst natürlich jetzt hier unter diesem Video wieder einen Vorschlag unterschreiben. Ansonsten suche ich mir mal was raus aus vergangenen Videos. Da wurden ja ein paar Sachen mal vorgeschlagen. Nicht immer alles von den Simpsons, da wurde auch mal ab und an was von anderen vorgeschlagen. Mal gucken. Jo, aber ansonsten stelle ich mich hier wieder vorne. Safety hin, ne? So, blub. Und dann ist das Projekt abgeschlossen. Wir schauen denn, was wir als nächstes basteln. Aber nächstes kommt ja erstmal Ostern, ne? Also... gucken, was wir zu Ostern machen. Aber wir wollen ja hier nichts spoilern. Also von daher stelle ich mich hier vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Oh mein Gott, was habe ich getan? Sie haben alle Feuerwehrmänner sehr schwer verletzt. Sie schieben mir die Schuld in die Schuhe. Sie sehen doch, dass ich barfuß bin. Entschuldigung.